Willkommen auf den Technik-Salon-Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute stelle ich euch eine richtige Hightech-Box vor, die angeblich den besten Sound auf der ganzen Welt erzeugt. Dieses Hightech-Wunder, von dem ich heute erzählen werde, hört auf den Namen Phantom. Und nein, damit meine ich natürlich nicht die DJI Phantom Drohne. Und ich rede auch nicht von dem VW Phantom, sondern von dem Phantom Speaker von Devialet. Devialet ist ein französisches Startup, welches 2007 gegründet worden ist. Dieses Startup hat sich zur Aufgabe genommen, frischen Wind in die Hi-Fi-Branche zu bringen. Dieses Unternehmen hat bereits einen Haufen verliehener Auszeichnungen für seine Innovationen in Sachen Sound bekommen. Aber vielleicht fragt ihr euch, wieso ich euch überhaupt diese Box heute vorstelle. Schließlich kostet sie einen beträchtlichen Preis von 2500 Euro und somit keine Box für mich armen Schlucker und wahrscheinlich auch nicht für den meisten Durchschnittsverbraucher. Ich finde, wenn innovative bzw. sehr gute Produkte auf den Markt kommen, kann man sich trotzdem vor allem als Technik-YouTuber dafür interessieren. Schließlich gucken die meisten Männer auch teuren Autos hinterher, obwohl sie sich diese meistens nie leisten können. Und außerdem, wer würde nicht gerne mal ein Bugatti Chiron mit 1500 PS Probe fahren? Und das ist meiner Meinung nach auch ein passender Vergleich, denn die Phantom von Devialet ist einfach der Bugatti unter den Hi-Fi-Boxen. Außerdem bin ich auf die Box dieses Jahr immer häufiger gestoßen. Erst vor kurzem wurde das Produkt auf der Startup-Messe Bits and Pretzels nochmal vorgeführt. Die Bits and Pretzels ist eine dreitägige Konferenz, wo sich die gesamte Startup-Szene in München während des Oktoberfestes zusammenfindet. Da mir das Produkt einfach auf den ersten Blick gefiel, dachte ich mir, dass ich euch das Produkt heute einfach mal ein bisschen näher bringe. Denn das Produkt verkörpert eine gewisse Aura. Es ist das beste Beispiel, dass wenn sich richtig gute Designer sich mit Technikpionieren zusammenschließen, einfach ein geiles Produkt entwickeln. Und so viel ich weiß, ist in die Box 3 Jahre Entwicklungszeit reingeflossen. Außerdem wurden 107 Patente abgeschlossen worden. Ich denke, das spricht schon für sich, dass die Phantom keine 0815 Box ist, sondern Innovationen in sich mitführt. Schauen wir uns mal die Box vom Design an. Die Box sieht mit seiner Kugelform total abgespaced aus, was ich als sehr schick empfinde. Im Betrieb bewegen sich die äußeren Membranen. Sprich, es schaut aus, als würde die Kugel zum Leben erwecken. Aber diese Form kommt mir trotzdem irgendwie bekannt vor. Es scheint, dass sich Devialet von dem Science-Fiction-Film Oblivion inspirieren lassen hat. Ich muss sagen, die Box sieht einfach nur geil aus. Und welch ein Wunder. Geiles, gut aussehendes Produkt mit guter Verarbeitung. Da musste Apple gleich zuschlagen. Denn die Box wird unter anderem auch auf der offiziellen Apple-Seite ebenfalls vertrieben. Kommen wir mal aber zu den technischen Daten der Phantom. Die Box gibt es in 3 verschiedenen Versionen zu kaufen. Als die normale Phantom für 1690 Euro bekommt man einen leistungsstarken 750 Watt Lautsprecher, der bis zu einer Lautstärke von 99 Dezibel spielt. Die Phantom Silver hat 3000 Watt und kann bis zu 105 Dezibel laut spielen. Und die Luxusausführung, nämlich die Phantom Gold, bis zu 4500 Watt kann die Musik bis zu 108 Dezibel laut spielen. Dies hat natürlich seinen Preis. Die Box kostet nämlich in dieser Ausführung auf den europäischen Markt bis zu 2590 Euro. Bei den Boxen handelt es sich um Lautsprecher, die über Bluetooth oder WLAN oder LAN oder sogar optischen digitalen Eingang gekoppelt werden können. Natürlich gibt es auch eine kostenfreie App, mit der man alles steuern kann. Außerdem sind USB-Anschlüsse ebenfalls vorhanden. Leider muss so ein leistungsstarker Lautsprecher versteckt per Netzkabel betrieben werden. Es wäre aber saugeil, so ein Ding als portablen Bluetooth-Lautsprecher zu haben. Vielleicht lässt sich Devialet da noch was einfallen. Doch obwohl die Box eigentlich ziemlich kompakt ausschaut und klein und zierlich ist, wiegt die Box über 11 Kilo. Aber wie schaut es mit der Soundqualität aus? Leider kam ich nicht zu dem Genuss, die Box mal im realen Leben Probe zu hören. Und dass mir das nötige Kleingeld für so eine Box fehlt, muss ich glaube ich auch nicht erwähnen. Ich kann nur dazu sagen, dass ich einige Probe- und Vergleichsvideos gehört habe, die einen schon beeindruckt haben. Außerdem gibt es sehr, sehr viele positive Referenzen. Laut Angaben kommt der Sound aus 2 Subwoofern und einem Mittel- und einem Hochtönern, die an der Front angeordnet sind. Devialet redet hier von einem 3-Wege-System. Das eigentlich Besondere, was den Sound so gut machen soll, ist die Verstärkertechnik von Devialet. Vor allem ist die Technologie so ausgelegt, dass sie das meiste aus einer kompakten Größe rausholen können. Was ist aber jetzt das eigentliche Fazit? Ob die Box wirklich den besten Sound der Welt hat, wie sie damit werben, kann ich leider nicht beantworten. Denn die Box kann man nur nach heutigen Stand noch in keinem Elektronikladen begutachten bzw. testen. So viel ich aber gehört habe, gibt es das Produkt in bestimmten Apple Stores. Ich persönlich habe es noch in keinem Laden gesehen und das macht es ebenso schwer, ein eindeutiges Bild über den Lautsprecher zu machen.
machen. Ich glaube aber schon, dass die Box für ihre Größe den besten Sound hat. Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass diese auch die großen Boxen der Marktführer auch soundtechnisch in den Schatten stellen kann. Wie findet ihr eigentlich solche Hightech-Endgeräte? Würdet ihr solche Boxen kaufen, wenn ihr das Geld dafür hättet? Schreibt's mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.